Hallihallo, wir sind heute in Düsseldorf in der Boulderhalle und das ist Hannah Meul, deutsche Meisterin im Bouldern. Und da direkt mal ein schönes Vorurteil von mir. Ja, warum Bouldern und nicht Reiten? Ich würde sagen, ich habe so ein kleines Reittrauma. Als ich das erste Mal auf dem Pferd gesessen habe, bin ich auch direkt runtergefallen. Und ja, ich bin schon immer gerne geklettert auf Bäume, eigentlich auf alles. Und mit 7 habe ich dann angefangen in einer Kletterhalle bei mir in der Stadt. Und seitdem kann ich mir ein Leben ohne Klettern nicht vorstellen. Du bist ja wahrscheinlich auch rund um die Uhr in der Boulderhalle. Also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung sage, wir sind ja auch sehr, sehr viel in der Halle. Aber wie läuft so eine Trainingswoche bei dir zum Beispiel ab? Also ich habe so 6 bis 7 Trainingseinheiten die Woche, wenn Wettkämpfe sind, ein bisschen weniger. Und ja, dann bin ich 5 Tage meistens in der Kletterhalle und Trainingseinheiten gehen so bis zu 3, 3,5 Stunden. Ja, das ist schon so mein zweites Zuhause, würde ich sagen. So, okay, jetzt haben wir genug gequatscht. Wir sind ja hier, um zu trainieren. Ich werde der Hannah jetzt, die Hannah wird mir jetzt ein paar Tricks und Kniffe zeigen, wie man denn so eine Wand hochkommt. Ich habe auf jeden Fall schon Schiss. Hannah, gibt es irgendwas, was man beachten muss bei Boulderschuhen? Grundsätzlich sollten sie schon eng am Fuß anliegen, damit man möglichst viel Gefühl später auch an der Wand auf den Tritten hat. Aber am Anfang müssen sie nicht zu eng sein. Okay, aber prinzipiell gilt schon, der Schmerz ist dein Freund. Das ist das Motto, ja. Let's go. Wir starten hier mit dem grünen Boulder. Mhm. In jeder Boulderhalle gibt es immer eine Farbskala und hier ist grün die leichteste Schwierigkeit. Das heißt, ich starte hier und dann geht's los. Ja. So, dann klettere ich jetzt mal. Los geht's. Versuch mal. Das ging schnell. Ja. Geilo. Ja. Oh, hey. So, jetzt ist das Training beendet. Jetzt möchte ich sehen, was du wirklich drauf hast. Machen wir einen kleinen Wettkampf. Na klar, ich dachte, du fragst nie. So, und damit es ein fairer Wettkampf ist, machst du hier den gelben Boulder und ich den roten. Okay, alles klar. Bereit? Jetzt dachte ich echt, ich bin besser, ey. Okay, Hannah, jetzt mal Hand aufs Herz. Wir sind in einer historischen Tiefphase, ist eine schwierige Situation für uns alle. Wie holst du dich aus so einem Tief wieder raus oder wie motivierst du dich in so einer Phase? Also ich versuche wirklich gerade komplett positiv zu denken, mich an meine größten Erfolge zu erinnern und dann kommt auch schon so ein Gefühl der Motivation in mir auf. Aber wie hältst du dich jetzt zum Beispiel als Athlet dann zu Hause fit, weil die Boulderhallen waren ja auch zu? Also ich habe mein Zuhause nochmal komplett neu entdeckt. Ich habe Ringe in der Küche hängen und ein Griffboard im Wohnzimmer und sogar eine eigene Kletterwand gebaut an die Außenwand von unserem Haus und in die Garage mit meinem Vater. Und das hilft. Das heißt, Not macht erfinderisch, Kopf ins Sand stecken gibt es bei dir nicht. Das ist genau die richtige Einstellung. Aber hast du jetzt mal den Tipp schlechthin oder die Übung, die man zu Hause machen kann, um sich fit zu halten? Ja, also ich denke, so Fitnessvideos, da haben wir alle genug von. Aber ich habe mal eine gute Übung. Fürs Gleichgewicht. Das ist eine gute Challenge, glaube ich, für jeden. Ich glaube, die sollte man noch anhängen. Okay, das Einzige, was wir für diese Übung brauchen, ist eine Flasche. Das kann. Die Flasche hättest du ja hier, theoretisch. Ja, es kann eine Wasserflasche oder eine Deo-Flasche sein. Kannst eigentlich alles nehmen. Und wir starten im Liegen. Die Flasche platzieren wir auf unserem Kopf und versuchen aufzustehen. Okay. Stark.
Okay, Hanna, wir sind soweit durch. Ich hatte extrem viel Spaß und habe auch viel gelernt. Aber ich hätte jetzt natürlich gern Feedback von dir. Also du hast dich wirklich extrem gut geschlagen. Wenn du Bock hast, zeige ich dir noch ein paar andere Sachen. Ja, auf jeden Fall. Und wir machen weiter. Und ihr zu Hause, denkt dran, bleibt motiviert und macht viel Sport. Dann ist alles möglich. Also ihr habt gehört, dranbleiben und wir machen uns jetzt einen Überhang.